Integrat ist ein Symposium, das wir alle zwei Jahre organisieren. Es hat zum Ziel, aufmerksam zu machen auf das Thema der Inklusion, das heißt die Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung. Wir haben uns dieses Jahr das Thema genommen, Ästhetik versus Authentizität, Fragezeichen. Das Integrat-Symposium ist ein Bestandteil des Projektes Integrat und soll eine Reflexion bieten, Reflexionsmöglichkeit bieten und ein Zusammentreffen zwischen Künstlern, Wissenschaftlern, Netzwerkern, Journalisten und alle, die interessiert sind an diesen Fragestellungen. Wir wollen all diesen Leuten näher bringen, dass das Thema Inklusion, also die Gleichberechtigung von Künstlerinnen und Künstlern mit oder ohne Behinderung, ein wichtiges Thema in der Gesellschaft ist. Und wir wollen auch zeigen, dass sich das Mikrokulturprozent mit diesem Thema exponiert und auch engagiert. Ich möchte in meinem Workshop gemeinsam mit den Teilnehmern erarbeiten, dass es sich lohnt, in diese Richtung zu denken, dass also Menschen, die eine körperliche Einschränkung haben, durchaus professionell ausbildbar sind, integrativ, und dass sie dann hinterher am Theatermarkt auch ihren Platz finden können. Erfahren, dass er von keiner Hochschule aufgenommen worden ist, unter anderem mit der Begründung, man kann es einem Publikum nicht zumuten, einen ganzen Abend auf einen Krüppel zu schauen. Wenn ein Schauspieler, der eine körperliche Einschränkung hat, bewusst von einem Regisseur in eine Rolle eingesetzt wird, sind das natürlich auch Interpretationen und neue Lesarten von ganzen Stücken. Im 19. Jahrhundert wurden sogenannte Freaks, also zum Beispiel siamesische Zwillinge, Zwergen, Riesen, Haarmenschen etc. auf Jahrmärkten oder in Zirkussen oder auch in sogenannten Sideshows ausgestellt. Heute findet man Freaks in Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar oder das Supertalent oder zum Beispiel Lady Gaga bezeichnet sich als Freak. What I do when I dance is I express several cultural influences together. Growing up on crutches, being influenced by street dance, being influenced by skateboarding, and being influenced by the performances of Buster Keaton, Charlie Chaplin, and these type of comedic physical performers. As a non-disabled, I use my performance to explore questions about life.